Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zum Squads bzw. Truppenmodus in Call of Duty Ghosts. Schon mal vorweg, ich werde hier kein Gameplay zeigen, sondern einfach nur ein bisschen über die unterschiedlichen Squad-Modi, die es hier gibt, reden. Also wenn ihr irgendwie nach Gameplay gesucht habt, dann seid ihr hier leider falsch. Fangen wir mal an mit dem Squad Assault Modus, das ist für 1 bis 6 Spieler gegen die KI. Und das, was da steht, ist es eigentlich auch einfach, weil man hat hier eben seinen Squad, von denen man jetzt... Ich habe jetzt nur 2 gekauft, man kann hier ja noch ein paar mehr kaufen, kostet auch nicht viele Squad-Punkte. Ich hätte auch genug, aber ich brauche sie halt nicht. Die kann man dann individuell anpassen, den Loadouts geben, sucht sich dann einen aus, den man selber spielt. Und dann spielt man mit seinem Squad, wo man einen von spielt und wo die anderen Squad-Mitglieder KI gesteuert sind, gegen ein anderes KI-gesteuertes Squad. Ja, also man spielt im Prinzip den Multiplayer mit Bots gegen Bots. Wenn man das möchte, dann kann man das gerne tun, aber da kann man auch gleich den Multiplayer spielen. Dann gibt es noch den Squad vs. Squad Modus, das sind dann Spieler, ein gegen einen Spieler mit KI. Das ist im Prinzip das gleiche wie der Squad Assault Modus, nur dieses Mal ist im gegnerischen Team auch ein Spieler und spielt mit seinem Squad, das auch aus KI besteht, gegen einen selbst mit dem KI-Squad. Ich sehe dahinter einfach irgendwie den Sinn nicht, denn Freunde können auch die Squad-Plätze nicht füllen. Das heißt, ich kann nicht irgendwie jetzt hier in diese Lobby noch 5 weitere Freunde einladen und dann noch nach einem Spiel suchen und dann gegen einen spielen, der dann alleine spielt und mit seinen Bot-Kameraden. Das geht nicht. Da kann man dann auch gleich wieder den Multiplayer spielen. Ich kann auch nicht einen Freund einladen, um dann mein Squad gegen sein Squad kämpfen zu lassen. Das geht seltsamerweise auch nicht. Das geht hier nur über Find Game. Und wenn er dann schnell genug reinjoint, während ich hier am Suchen bin, dann ginge es. Aber ansonsten nicht. Also ich würde das hier auch nicht so unbedingt als notwendig bezeichnen. Habe ich auch bisher noch nicht wirklich gespielt. Vielleicht einmal. Safeguard ist der neue Survival-Modus in Call of Duty Ghosts. Und der spielt sich im Prinzip fast genauso so. Es kommen immer härtere Gegnerwellen. Und es gibt dann noch also 20 Wellen, beziehungsweise 40 Wellen oder endlos weitergeht. Allerdings gibt es eine Änderung, die mir so gar nicht gefällt. In MW3, wo es den gab, war es ja so, dass man diese 3 Kisten hatte, wo man dann Waffen, Streaks oder sowas kaufen konnte und Perks im Package holen konnte. Und sozusagen immer 30 Sekunden hatte, zwischen den Kisten hin und her zu rennen. Hier droppen, je nachdem wie viele Gegner getötet wurden, Care Packages, wo dann Perks, Waffen oder Munition drin sind. Oder vielleicht auch kommen auch mal Streaks vom Himmel geflogen. Das Problem, was daran einfach entsteht, ist, dass es Leute gibt, die einfach alle Packages klauen. Die rennen einfach dann so direkt zu Packages hin, holen sich die. Und es ist auch die beste Taktik, wenn man schon dann angezeigt bekommt, dass Packages kommen, sie kommen immer an so ungefähr der gleichen Stellen, also so in der Nähe. Das heißt, man rennt dann sofort zu einer Stelle hin, wo man immer hinrennt, und snackt sich das Package einfach vor den anderen. Es ist zwar jetzt mit mit bis zu 4 Spielern möglich, anstatt nur mit 2 wie in MW3, aber in MW3 hat mir das System doch besser gefallen. Also Public ist der Ping auch nicht so gut, hier ist es nämlich Peer-to-Peer und keine Server, das heißt, nee, ist nicht so mein Fall. Und dann gibt's noch das Wargame, und das ist jetzt nämlich das eigentlich Interessante, denn das hat die beiden Squad-Modi, die beiden oben, schon ausgestochen. Denn hier ist es 1 bis 6 Spieler gegen die KI. Das ist im Prinzip der normale Trainingsmodus, wo man Multiplayer-Gefechte spielt mit 6 richtigen Spielern gegen die KI. Warum gibt es diese sinnlosen Squad-Modi? Ich meine, man kann entweder gleich Multiplayer oder das spielen. Dann braucht man die doch überhaupt nicht mehr spielen oder sich irgendwie damit beschäftigen. Also ziemlich sinnlos das Ganze, dieser Squads-Modus. Survival-Modus, wer es mag, okay, wer gegen Bots spielen mag, okay, aber die beiden, die habe ich auch bisher vielleicht einmal gespielt, um zu gucken, was es ist, und dann reichte das auch, denn naja, so toll ist mein Squad jetzt nicht, wenn es nur aus KI besteht. Das Squad Haku, also Headquarter, da kann man so ein paar Sachen anpassen. Hier ist nochmal der Squad-Editor. Ansonsten kann man hier noch sein Squad-Name anpassen. Ich habe jetzt mal Bravo 6 genommen, das kennen vielleicht einige aus Modern Warfare. Hahaha. Dann kann man noch den Spielmodus editieren, den man immer spielt. Und die Base editieren, in der man immer spielt. Also so da, wo das Squad zu Hause ist, so wenn man Host ist, dann kommen die da rauf, die Gegner, und dann hat man da Vorteile, weil man das kennt. Und man kann eine Squad-Order setzen, also den Squad-Leader bestimmen. Ja, das ist alles.
Das ist alles und das ist der Squad Mode. Ihr könnt jetzt gerne noch ins Store gehen und euch DLCs holen, aber das ist noch egal, weil da noch keine draußen sind. Also dieser Squads Modus kann wirklich getrost ignoriert werden. Ihr könnt gerne mal gucken, im Multiplayer gibt es im Private Match, glaube ich, auch Gefechte gegen Bots und auch diesen Survival Modus. Ihr könnt gerne, wenn ihr alleine gegen die KI spielen wollt, ein bisschen da spielen. Wenn ihr mit anderen gegen KI spielen wollt, könnt ihr hier Wargame spielen. Wenn ihr den Survival Modus mit anderen spielen wollt, könnt ihr den hier spielen. Ist beides, ne, also das braucht ihr eigentlich gar nicht so wirklich euch damit zu befassen. Das ist eigentlich wirklich egal, das kann ignoriert werden. Damit hätten wir dann auch alles abgehakt mit Singleplayer, Multiplayer, Extinction, Survival-Modus und Kämpfe gegen Bots. Und ja, das war eigentlich schon alles, was ich mal so zum Squads-Modus sagen wollte, dass er eher ein nettes Anhängsel ist, aber dass man da nicht so viel drauf setzen sollte. Ja, die restlichen Links habt ihr in der Beschreibung zur Singleplayer-Review, Multiplayer-Review und zum Extinction-Gameplay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.